Wenn ihr euch nun schon den einen oder anderen Einkaufsbeutel angefertigt habt, wollt ihr sicherlich auch einmal andere Träger oder Taschengriffe dafür anfertigen. Und dafür eignet sich dieses Band, finde ich, auch sehr gut. Es ist flach gehalten, trägt sich also über die Schultern sehr gut und hat ungefähr eine Breite von 1,5 bis 2 Zentimeter. Das hängt natürlich davon ab, welches Garn ihr wählt. Ich habe hier ein Bändchengarn und damit wird es auch ein bisschen breiter. Und man kann auch es noch ein bisschen verbreitern, indem man dann hier herum jeweils nochmal eine Reihe mit Kettmaschen arbeitet. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt einfach dran und ich zeige es euch. Um euch nun zu zeigen, wie ihr dieses Band häkeln könnt, habe ich hier ein bisschen stärkeres Garn genommen und nehme die Nadelstärke Nummer 4 und beginne mit einer Schlaufe und im Anschluss gleich 2 Luftmaschen. Das ist der Anfang und gleich noch einmal 2 Luftmaschen. Die brauchen wir dann immer zum Wenden. Jetzt machen wir halbe Stäbchen und zwar beginnen wir das erste oder die ersten da hinein zu machen, indem wir 3 Luftmaschen zurückgehen und in die vierte, das heißt also in die erste, stechen wir wieder ein, arbeiten ein halbes Stäbchen und in die gleiche Masche noch einmal hinein 2 weitere halbe Stäbchen, das heißt immer nur die ersten beiden Schlaufen, also den Umschlag. Einstechen, Faden holen und dann noch einmal durch die ersten beiden Schlaufen. Insgesamt haben wir jetzt 4 Schlaufen auf der Nadel und durch diese 4 ziehen wir den Faden durch und haben dann hier so einen kleinen Block. Jetzt kommen 2 Luftmaschen, die wir zum Wenden nehmen und drehen auch die Arbeit. Jetzt gehen wir auf die Rückseite, nämlich nach unten, machen erst einmal einen Umschlag und suchen uns die zweite Luftmasche. Hier ist die erste und da ist die zweite. Und in die zweite stechen wir ein und arbeiten dort hinein wieder 3 halbe Stäbchen. Eins. Zwei und drei. Damit haben wir wieder diesen Block, die 4 Schlaufen auf der Nadel und ziehen durch alle 4 den Faden durch und machen auch gleich wieder 2 Luftmaschen. Jetzt wird die Arbeit wieder gedreht, machen einen Umschlag und wir stechen jetzt von hinten in die untersten Schlaufen ein. Das sind die 4 Schlaufen, die wir zusammen auf der Nadel hatten und durch die wir jetzt durchstechen und weitere Stäbchen arbeiten. Wir haben also hier 1, 2, 3, 4. Und durch diese 4 stechen wir durch, holen den Faden und arbeiten ein halbes Stäbchen. Noch einmal durch diese 4 Schlaufen hindurch und nur die ersten beiden Schlaufen, also ein halbes Stäbchen arbeiten und noch einmal ein halbes Stäbchen durch diese 4 Schlaufen durch. Dann durch diese ersten beiden, also den Umschlag und die Schlaufe, so dass wir dann auch wieder 4 Schlaufen auf der Nadel haben und ziehen jetzt durch alle 4 unseren Faden. Machen wieder 2 Luftmaschen und drehen die Arbeit wieder.
Jetzt machen wir wieder halbe Stäbchen, also ein Umschlag. Und hier auf der Rückseite sehen wir wieder diese vier Schlaufen, nämlich 1, 2, 3 und 4. Durch diese vier stechen wir wieder durch. Und machen ein halbes Stäbchen. Das ist das erste. Und wir machen wieder drei. Also noch einmal durch diese vier Schlaufen hindurch. Und ein halbes Stäbchen. Und noch einmal. Wir haben also jetzt wieder die vier Schlaufen auf der Nadel, ziehen durch alle vier, machen zwei Luftmaschen und können die Arbeit jetzt wieder drehen. Und sehen auch hier wieder auf der Rückseite diese vier Schlaufen. Von den vorhergehenden Maschen machen wieder einen Umschlag, stechen durch diese vier hindurch, holen den Faden, machen das halbe Stäbchen und das Ganze noch zweimal. Das ist jetzt das dritte halbe Stäbchen und die vier Maschen auf der Nadel und durch vier Maschen dann den Faden durch. Und wieder gleich die zwei Luftmaschen. Jetzt drehen wir die Arbeit wieder und wir sehen also hier schon jeweils diese Bündel, die sich hier an den Seiten bilden und machen so weiter wie bisher, nämlich machen einen Umschlag und stechen dann hier in diese oder durch diese vier Maschen hindurch. Und machen wieder unsere drei halben Stäbchen. Halt, die falsche Stelle. Dort sind die vier Schlaufen. Das ist das zweite halbe Stäbchen. Und wir machen das dritte. Und durch alle vier Schlaufen den Faden durchziehen, zwei Luftmaschen und haben jetzt hier schon so ein schönes breites Band gearbeitet, was von beiden Seiten gleich aussieht. Ich mache es noch einmal mit euch, also den Umschlag, dann hier hinten nach den Schlaufen schauen und dort durch alle vier durchstechen. Ein halbes Stäbchen arbeiten. Ein zweites. Und ein drittes. Die vier Maschen auf der Nadel und durch alle vier den Faden ziehen und zwei Luftmaschen machen. Und so formt sich langsam unser Band. Ich wechsle jetzt nochmal für euch zu einem anderen Band, was ich auch schon vorbereitet habe.
um euch zu zeigen, wenn ihr dann hier schon ein bisschen gearbeitet habt. Hier habe ich es jetzt mit einem reinen Baumwollgarn. Das ist also mein beliebtes Cotton Kings und habe hier so ein Stück gearbeitet und will euch zeigen, wie es dann aussieht, wenn man hier am Rand noch einmal das so ein bisschen abschließt mit einer Reihe Kettmaschen. Ich habe einmal hin schon gearbeitet und zurück auch ein Stück und will euch nun zeigen, wie ihr das fertig machen könnt oder auch so machen könnt, denn das ist jetzt hier vom Prinzip her das gleiche mit einem bisschen dünneren Garn oder auch einem Baumwollgarn hebt sich das hier noch ein bisschen mehr ab und man sieht also sehr gut hier oben an der Kante immer diese Schlaufen und die können wir als Maschen benutzen, durch die wir dann stechen, um unsere Kettmasche zu arbeiten. Das heißt also, wir gehen hier nur durch, holen den Faden und auch gleich hier durch die Schlaufe. Und noch einmal hier durch, Faden holen und durch die Schlaufe. Ja, also man sieht das hier doch sehr gut, wie hier oben die Schlaufen man dafür nehmen kann, um einzustechen und dann die Kettmasche zu machen. Und so kann man diese Kordel oder dieses Band, diesen Henkel noch einmal ein bisschen verbreitern oder auch noch mal einen besseren Abschluss geben, eine Kante geben. Und ja, bis zum Ende durch würde das dann so aussehen. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne Variante, die ich euch nicht vorenthalten wollte, damit ihr bei euren Taschen, Einkaufstaschen, Einkaufsbeuteln noch eine weitere Variante habt, um euch Träger oder Bänder dafür zu machen. Man kann so ein Band auch als Schmuck nehmen, als Abschluss nehmen, den man ihn dann oben aufnäht. Auch da, denke ich, gibt es viele Verwendungen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Abonniert meinen Kanal, dann könnt ihr auch die weiteren Videos nicht verpassen, denn es gibt auch zu dieser Kordel oder zu diesem Träger noch einen neuen Beutel dazu. Also bis bald und lasst euch überraschen.